Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, bei Let's Draw Make Base Child Dingensbums. Ach je, der Name war so schlecht. Hups, Timer vergessen zu stellen. So, jetzt geht's weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier sind wir stehen geblieben. Also, wir sind auch schon bald fertig. Dann kommt es zu den kleinen Feinheiten. So. Habe ich noch vom letzten Mal ausgewählt. So. So, dann mache ich das hier bis hierhin. Zum Glück ist das jetzt eine ruhige Aufnahme. Die letzte Aufnahme, die ich gemacht hatte, die war ja mit den Colorets. Damit bin ich ja zum Glück jetzt endlich fertig. Ich habe jetzt... Bin gerade noch am Rendern der letzten Folge. Es war ziemlich anstrengend. Ich bin gespannt, wie es hier dann endet. Vielleicht mache ich es mir einfach auch zu schwer. Einfach mal ein bisschen locker sein, ein bisschen, ne, alles in Ruhe machen, nicht Hektik machen. Einfach ganz in Ruhe machen. Nicht stressen. So. Denn nur wenn man alles in Ruhe macht, schafft man auch das, was man sich so vorgenommen hat. So. Ist das jetzt ganz an die Kante? Ja. Ist an der Kante. So. Und ich weiß nicht, irgendwie sieht das hier noch so ein Bein, der Abschluss hier, das sieht noch ein bisschen komisch aus. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So. Vor allem war ich echt stolz drauf, als ich das Bein hier hinten fertig hatte, weil das war ja nicht mit in der Base drinne, war es ja nicht. Und das ist das, was ich besonders an Werken liebe, die zwar mit Base gemacht worden sind, aber die zwar immer noch diese Ähnlichkeit haben, aber doch schon Veränderungen aufweisen. Huch. Das mag ich, ganz ehrlich. So. Noch ein bisschen hoch. Das kommt ein bisschen nach da und das ein bisschen nach da. So, so hier mache ich so ein Dingens. Na, so. Ich muss ja auch ehrlich sagen, so Körperteile gibt es ein paar gewisse, die sind echt schwierig zu machen. Jetzt Brüste nicht wirklich, die sind ja, ich meine, ne, ihr wisst, was ich meine, die sind relativ einfach. Was ich jetzt schwer finde, ist, ja, Hände zu malen. Deswegen, kaum in einer meiner Bilder ist ein, ja, ist eine Hand zu sehen. Wenn, dann habe ich da so lange dran gesessen, dass es wenigstens halbwegs gut aussah. So, ich musste jetzt mal kurz den Timer ein bisschen umstellen. Weil der lag so gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Zumindest die Anzeige, weil das so ein bisschen reflektiert. Hier vom Bildschirm. Und Beine. Beine ist auch so eine Sache. Jetzt muss ich mal kurz selber gucken. Strecke ich mal kurz meinen Fuß aus. Naja, das ist nicht so schön. Dann mache ich das mal weg.
So. Das ein bisschen nach da. Das nach da. Das sieht scheiße aus. Das ist zu breit. Wunderbare Welt der Füße malen. Ah, Mensch. Jetzt hänge ich schon wieder an so einer Stelle. Wisst ihr was? Warte mal, da mache ich das doch so. 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 Mach das hier ein bisschen breiter. So. Jetzt gucke ich mal. Ja, nein, das geht absolut nicht. Ich kann auch ein bisschen. Warte, ich blende das mal ein. Das ist ein kleiner Hilfsstab, muss man ehrlich sagen. So. Und ich schätze mal, die Folge wird heißen Make a Feet. warte, dann mache ich das so. Dann mache ich das dünner. Oh, das hier so. Hier aber zu dünn und hier zu breit. Ah, so. Ah, naja. So, warte, dann mache ich hier breiter. Yay, wieder so eine Folge, wo du absolut nicht nachkommst. So. Mach ich das Bein einfach weiter nach da. Setz es weiter nach da. So, mal gucken. Können wir das so setzen? Können wir das hier so machen? So, und da würde ich sagen, das da kommt nur so klein hier hin. So. Ha! Nein! So. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen übersteuert. So. So. Ist weg. So, dann mache ich das hier so. Mache ich hier zu, hier so dicht. Mir gefällt das hier noch nicht so ganz. Ich lasse das am besten weg. So. Und man sieht auch, trotz, ja, trotz, Vorlage sozusagen, trotz, Skizze, funktioniert nicht immer alles.
Das wäre ja echt blöd, wenn immer alles funktionieren würde. Ich meine, worüber sollte man sich dann aufregen? Dann gibt's ja nichts mehr. So. Bisschen kleine Füße. So, das muss jetzt so gehen. So. Hier und dann noch so ein paar Dingens hin. So, das kommt ein bisschen schräg. Das nach da. Ich blende mal kurz aus. Kriege ich einen Schock? Nein, nein, nein. Eigentlich geht es. Es geht. Es geht eigentlich. Hohoho. Dann sind wir ja jetzt in dem Sinne ja so gut wie fertig. Da können wir jetzt anfangen. Ich blende jetzt das Teil hier mal aus. Obwohl. Nee. Das mache ich dann später separat. Den Hintergrund. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Nein, in der nächsten Folge. Ja. Ja, das mache ich in der nächsten Folge dann. Da seht ihr, dass ein bisschen Hintergrund ist. Da mache ich eine. Da fertige ich eine Skizze an. Und mache das ja schon mal ein bisschen Lineart so. Und ich fange wie immer. Ich gehe hier auf Pressur. Und fange jetzt an, hier ein bisschen. Das ein bisschen dünner zu machen. So. Die Kreise, ein paar Stellen, wo ein bisschen dick ist. So. Ja. So. So. Naja, weit sind wir heute vielleicht nicht so gekommen, weil wir unten jetzt am Fuß hangen, jetzt eine ganze Zeit lang. Und na, mal gucken, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gute 10 Minuten. Naja, gute 10 Minuten ist übertrieben. So. 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 Ach, ich muss da immer. Ich bin da immer so ruhig. Ich weiß es nicht. Es ist. Ich bin vielleicht etwas ruhiger, weil mich auch ein bisschen die letzte Folge ein bisschen gestresst hat. Und. Hoch. Einen Moment, ich muss hier kurz Pause machen. So, ja, da bin ich wieder zurück. Und es kann sein, dass sich gerade die Musik auch ein bisschen geändert hat. Die lief ja hier. Tut mir leid, ich musste kurz unterbrechen, weil es hat nämlich gerade an der Tür geklopft. Der Paketdienst hat wieder ein Paket von Amazon bekommen. Ja, geschickt, mir gebracht. Ja. ja, gut, da bin ich mal hier, da mache ich weiter. War nichts Wichtiges drin. So. Bloß ein paar neue. Ja. Ein paar neue Spiele sozusagen. Wisst ihr, wenn man nämlich zum. Wenn man nämlich keine Zeit hat, ne? Wenn man keine Zeit hat, da gibt es so eine Seite. Ne? Die nennt sich Amazon. Und wenn du zu faul bist, ne, nehmen wir mal an, bist zu faul, zum nächsten Laden zu rennen, weil dieser gerade mal 2 Haltestellen weiter ist, und, ne, du kaufst dann bei Amazon deine Spielchen oder so, keine Ahnung was, ist mir egal, kaufst dort ein, weil du zu faul bist, ein paar Meter weiter zu paar Meter zu laufen. Und dir selbst zu kaufen. So. Oh, also. Und ich drifte hier schon ab. Ich sagte eigentlich Haare und nicht hier die Augen und so weiter. Ach, okay, so. Die Augenbrauen und so, die Augen, das mache ich jetzt nicht.
Weil das ja eh dann schwarz wird. Huch. Oh, einen Moment. Da mache ich, da gehe ich hier drauf. Na, komm. So. So ein kleiner Geheimtipp. Huch. So. Und ich habe über, auch überlegt gehabt, ob ich diese, ob ich nur das Line Art mache oder, hallo, achso, und oder ob ich danach dann gleich noch mit dranhänge, ja, das Colored. Aber da bin ich wirklich am Überlegen, weil ich ein bisschen auch selbst was zu tun habe. So, 5 Minuten haben wir noch. Tut mir leid, 4 Minuten. Ich kann die Uhr nicht lesen. So. Nur die Haare machen. So. 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 So, ich bin schon wieder viel zu leise und es kann sein, dass dieses Video wieder auf tonlos geschaltet wird, weil wieder irgendein Gamer sagt, ja, hier ist eine Tonspur drin, die ist sehr, leck dich am Arsch, Gamer, Alter. Tut mir leid, aber du gehst langsam echt auf den Pisser, ey, ganz ehrlich. Und ich werde schon wieder vulgär, das geht nicht. Ich muss mich zügeln. Arsch. So. Was noch schnell los geworden? So. Oh, und man sieht, es wird, es verändert sich schon ein bisschen was. Es sieht weicher aus. Zärtlicher vor allem. Sei zärtlich. Und vor allem, was besser wird, sind auch irgendwann mal die Witze. Hoffe ich zumindest. Weil die zurzeit ein bisschen schlecht sind. So, ich bin ja aber auch nicht hier, um irgendwelche Witze zu reißen. Ich bin hier nicht in einem Let's Play oder so. Witze gibt es überall. Aber hier nicht. Hier sind wir ernst. Wir sind hier mit einer sehr ernsten Miene. Immer mit einem scharfen Blick auf den Timer, auf die Uhrzeit sozusagen. Um ja nicht in Überlänge zu kommen. So. Oh, la 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 la. So. Das haben wir erledigt. Jetzt gehe ich ins Gesicht über. So, obwohl, wartet mal. Warte, ich habe da eine andere. Ich habe eine andere Idee. Wait. So, das ist 019 hätte ich da gerne. So, eins mehr. So. Machen wir 3, 4, so. Nein! Ach so, das wird hier gerechnet. Muss ich jetzt mal gucken?
Ich glaube, das mache ich doch noch einen Tick größer. So, 2,5. Und wir sind hier, ab hier ist, muss ich Schluss machen. So, dann mache ich hier einfach kleiner. So. So, und dann ab hier so. Hahaha. So. Hier mache ich wieder dasselbe Prinzip. Nimm wieder den Pressor und mach's wieder kleiner. Und es sieht scheiße aus. So. Nee, es ist tatsächlich nur schick bei den... Ja, da haben wir jetzt einiges geschafft. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese Folge war ein bisschen ruhig gewesen. Ist ja auch mal schön. Ein bisschen gehangen haben wir beim Fuß. Aber ich schätze mal, ab dahin jetzt wird es einfacher. Denn jetzt geht es einfach nur noch darum, ja, die Linien ein bisschen ja, weicher zu bekommen. Das kleine Etwas hinzuzufügen. Oh, mir gefallen vor allem. Oh, die Haare sind mir super gelungen. Ihhi, ist das süß. Ja. Das wird schön, das zu kolorieren. In Klammern überhaupt nicht. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi.